Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zur Schlacht von Manassas, oder wie das Spiel, das sie jetzt benannt hat, Battle of Alexandria. Ja, ich zermatter mir das Hirn, wie es sich für einen Feldherrn gehört. Ich sorge mich um meine, um unsere Männer, die eh viel zu wenige sind. Und wir wollen natürlich nicht, dass es unnötig, also dass sich deren Zahl noch unnötig weiter verkleinert. Taktisches Problem, Warrenton, Turnpike, Grigsby's Farm. Kesselschlacht bei Grigsby's Farm, kann man sagen. Aber wir haben hier ja jede Menge Zäune. Mit Artillerie können wir quasi gar nicht wirken, einfach weil, wir gucken mal hier, ja, weil die Reichweiten einfach nicht bis dahin langen. Die ganz, ganz große Frage, also ich bin mir sicher, diesen Verband hier, das müsste die Army of Occupation sein, die können wir schlagen, ohne Frage. Jeder, der jetzt dieses Video sieht und nur Total War kennt, der kann direkt mal alles vergessen, was er von Total War kennt. In Total War wäre das eine Sache von 5 Minuten. Keine Frage, ja. Da reinrushen, dann chargen nochmal mit der Kavallerie an 2 Ecken rein und so. Charged von hinten rein, charged von der Seite rein und so, ja. Und dann ist der Drops gelutscht. Das ist hier nicht so, ja. Auch so eine geschlossene Reihe hier anzugreifen mit Artillerie hier, ja, also auch mit einer Infanterie, die hier auf Artillerie zustürmt oder so, das geht in jedem Fall in die Hose. Artillerie ist hier extrem stark in dem Spiel, in gewissen Situationen. Auf die Distanz machen die nicht viel Schaden, ja, da halten die Leute eher unten oder so halt, ja, aber im Angriff jetzt ist es eine brandgefährliche Sache. Natürlich können wir von 2 Richtungen, wenn wir die jetzt hier aufmarschieren lassen, können die hier aus dem Wald heraus dann rausmarschieren und die unter Feuer nehmen. Und dann kommen wir hier hinten, dann sind die outflanked und dann ist das nur eine Frage der Zeit, bis die Truppen brechen. Keine Frage. Und wenn wir Zeit haben, können wir das auch mit geringsten Verlusten machen. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Plus, wir könnten hier General Lee hier Stellung beziehen lassen. Hier könnten dann sogar von der Reichweite, wenn wir hier an dem Zaun, gut, die Sicht ist jetzt nicht besonders gut, aber wenn wir hier am Zaun Rifle-Schützen, also Gewehrschützen positionieren, dann können die hier Teile dieser Brigade unter Feuer nehmen. Ja, auch das stresst die natürlich. Große Verluste haben die deswegen nicht, aber das stresst die natürlich. Wir können dann hier Hill aufmarschieren lassen, können den Flügel einklappen lassen, weiter Druck machen. Und irgendwann haben wir hier einen riesigen Blob. Die Frage ist, inwieweit man dann da noch eine Armeestruktur aufrechterhalten kann, ja, inwieweit sich die Brigaden dann hier noch in einer sinnvollen Formation halten oder ob das dann mal, das wird alles ein bisschen durcheinander gehen. Aber es bleibt beherrschbar, da bin ich felsenfest von überzeugt, so. Das ist nicht das große Problem. Unser großes Problem ist die Zeit. Meine Idee war jetzt ja, hier schnell zuzuschlagen. Wir sind, glaube ich, angekommen auf dem Schlachtfeld, wenn mich recht, um 8 Uhr. 5,5 Stunden sind bereits um. Ich will mal eben was gucken. Irgendwo. Nee, da müssen wir, glaube ich, was haben wir denn? Fighting Spirit, Consolidated Condition, Strength Report, Combat Report, Commander Report, Strength Report. Nee, nochmal die Army of Northeastern Virginia, 28.000 Mann. Mit den 9.000 Mann haben wir es jetzt gerade zu tun. Und das ist unser taktisches Problem, was wir vor allen Dingen haben. Daraus ergeben sich dann noch andere.
Remarks Best Core. Irgendwo. Oh, das ist schon angekommen. Kann sein, die sind schon auf der Karte. Es gibt irgendwo, habe ich bei einem Let's Play gesehen, kann man sie anzeigen lassen, wann die ungefähr ankommen. Es kann sein, dass das hier bei Remarks ist. Dass dann hier steht, Arrival 2 Stunden oder irgendwie so. Also es kann sein, die sind schon auf dem Feld. Das würde bedeuten, allein um hier in Schlachtaufstellung zu gehen, also allein die jetzt hier hoch marschieren zu lassen, die gehen hier in einer Kolonnenformation, gehen die hier hin und dann müssen wir die erstmal auffächern. Das da braucht auch Zeit, ja, so die aufzufächern. Und hier Lee würde ich hier in Stellung bringen und Hill, weiß ich nicht, entweder hier oder auf die linke, auf den linken Flügel oder auf den rechten. So. Angenommen, die sind jetzt schon angekommen. Die kommen hier und oder da an. Nicht hier. Hier ist die Army of Potomac, Army of Occupation aufmarschiert. Und wenn ihr euch nochmal an die Strategiekarte erinnert, das war auch so. Also hier war dann die Army of Occupation und hier war ungefähr die Army of Northeast Virginia. Wir wissen jetzt nicht, kommen die hier an, kommen die da an oder kommen die sogar bei beiden an? Ich hoffe nicht, dass da auch noch einer ankommt. Das weiß ich nicht. Ich poker jetzt ein bisschen, ja? Das sind jetzt Vermutungen. Unsere Aufklärung ist relativ beschränkt, weil wir beide Kavallerieeinheiten jetzt genutzt haben, um hier diesen Bereich aufzuklären. Das müssen wir schnellstmöglich ändern. Weil mein Plan ist, also mein Kalkül ist jetzt bei dieser ganzen Sache. Erstens, ich werfe jetzt den ganzen Plan über den Haufen, den wir letzte Runde hatten. Mein Kalkül ist jetzt, dass diese Position, die ja zu den Siegpunkten gehört, dass das weiter von der KI gehalten wird. Das ist eine Vermutung, das weiß ich nicht. Ob der vielleicht sogar da nur eine kleine Abteilung da und der Rest marschiert ab oder ob der komplett hier bleibt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich würde es der KI zumindest zutrauen, dass sie diesen Punkt jetzt hält. Hoffnung jetzt, dass wir den Großverband, der hier kommt, weit im Westen stellen durch alle unsere Truppen. Ist es so verstanden? So. Ich würde die hier als Aufklärung dalassen. Oder die, weiß ich jetzt nicht. Nee, ich würde die als Aufklärung da lassen. Von daher erteilen wir zuerst die Befehle an den Verband. So, und dann hier würde ich erst die erste Auffangstellung einnehmen. Also, ich nochmal, um das jetzt klar zu machen, was ich jetzt hier erwarte. Also, wir spielen beides jetzt mal schnell durch. Option 1 und oder. Ist das jeweils? Kommt zu dieser T-Kreuzung und hier genauso. Also hier, egal, ob die von da oder von da treffen, das macht eigentlich keinen Unterschied. Ja? Hier an dieser T-Kreuzung werden die Truppen sich treffen oder haben sich schon getroffen. Das weiß ich nicht. Dann marschieren die hier. Die bleiben ja auf der Straße. So, und jetzt gibt es einen Entscheidungspunkt. Entweder die nehmen die Brücke und marschieren hier über Sudley Church oder über Sudley Springs. Wir gucken uns das mal an, dass ihr ein bisschen von der Topografie hier. Das hier ist eine sehr unangenehme Situation, also hier zu kämpfen. Man könnte halt sagen, wenn wir es schaffen, die hier abzufangen, ja, wir können hier hinter den Zäunen, man kann auch das hier, das ist, glaube ich, ist das Eisenbahn, das ist eine sehr gute Deckung. Weiß nicht, warum die so, sieht eher wie der Hadrianswall aus, also wie er heute aussieht. Wir haben, hier haben wir Zäune als Deckung, wir haben hier noch so ein kleines Häuschen, wo man auch einen Zaun hat, um das Ufer hier abzudecken. Es ist fummelig, hier zu kämpfen tatsächlich, weil man schlechte Sichtlinien hat. Man hätte hier eine Rückfalllinie,
Man hätte hier nochmal eine Linie, auf die man Aufstellung nehmen kann. Allerdings, wenn wir uns hier aufstellen, kann auch der Gegner dann hierhin. Also das ist ein hochinteressantes Schlachtfeld. Ich würde vielleicht versuchen, weil ich weiß ja auch nicht, ja, wo wir die erwischen. Kann sein, wir sind in der Bewegung und dann sind die schon hier. Ja, was hätten wir dann für eine Option? Ja, dann müssten wir halt hier irgendwie Aufstellung, aber dann wären wir, glaube ich, ein bisschen schlechter. Dann können die sich hier unter den Bäumen. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Also, wir haben eine Auffanglinie bei Sudley Church bzw. Matthews Hill. Matthews Hill flankierend Dogan's Ridge. Nördlich Dogan's Ridge. Nummer 1. Dogan's Ridge übernimmt Jackson. So. Oder sollen wir sogar hier hingehen? Ist halt die Frage, wie die sich aufstellen, ja? Also wenn die jetzt hier um die Ecke kommen und wir stellen uns hier auf und dann stellen wir uns da auf, dann hätten wir ein bisschen Probleme, weil dieser Verband, also das hier wäre kein adäquater Flankenschutz für diese Aufstellung, beziehungsweise, ja, also ich würde eher hier sagen, Jackson marschiert hier hin. Das ist doch vielleicht ganz gar nicht so schlecht hier. So machen wir das. Ja, dann kann die Kanone auch hier so ein bisschen feuern. So, dann als nächste Befehle erteilen wir der Artillerie hier. Die ist detached. Die wird, heißt es reattached oder wieder attached? Ich weiß es nicht. Da müssen wir dann einen Moment warten. Nächster Befehl geht an Fry. Das ist jetzt die Frage. Wir könnten, angenommen, die setzen sich in Bewegung. Ja, die werden nicht hier runter marschieren. Also das auf jeden Fall nicht. Die würden dann entweder, da gibt es zwei Varianten, ja, oder sagen wir zweieinhalb. Einmal die marschieren Richtung Westen, da könnten sie den Warrington Turnpike nehmen, hier die Straße über die Stonebridge, vielleicht auch über die Farmford, also eine Fürth ist das hier. Oder die biegen hier so ein bisschen nördlich ab und gehen über Rattle Farm Poplar Ford. Um darauf zu reagieren, könnten wir als Reserve dann Fry nehmen, den wir hier Aufstellung beziehen lassen. Als Reserve. Das ist unsere taktische Reserve jetzt. Auf Armeeebene. Ja, das ist die taktische Reserve für die Army of the Potomac. Okay, hier, dann sind hier unten die Bewegungsbefehle soweit erteilt. Gucken wir mal, ist der detached? Nein, das ist gut. So, die Army of the Shenandoah. Hier haben wir jetzt, das gucken wir uns mal an, ja. Also, wie gesagt, erste Variante, die biegen jetzt hier ab, gehen über Sudley Church und dann schlagen die hier auf. Und dann, wir werden hier Stellung beziehen, dann halt hier noch eine, Sache eben, eine Brigade. Man könnte dann hier auch noch eine Brigade reinstellen. Da hat man nur ein bisschen das Problem, dass man hier vom Ufer eventuell unter Feuer genommen werden könnte,
wozu man dann hier wieder eine Brigade reinstellt oder hier, das schauen wir uns dann aber an, ja, wie wir das machen. Lee bezieht hier Stellung, Hill auf den rechten Flügel, ja, und damit haben wir Sudley Church, im Dogan's Ridge haben wir quasi, ja, unseren eingeklappten linken Flügel, der dann eben Druck auf die Flanken machen kann von der Army of Northeast Virginia. Die andere Variante ist jetzt über Sudley Spring, dann laufen die hier rüber. So, und jetzt geht's schon los. Jetzt haben die Wahl. Die entweder laufen die geradeaus und die laufen hier rechts. Wenn die hier, gehen wir erstmal geradeaus. Geradeaus, 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 geradeaus. Zack. Das heißt, sie kommen hier oben lang. Und da ich das alles nicht weiß, muss ich das jetzt alles mit einplanen, ja? Zweite Variante, die laufen hier lang, nehmen den linken Weg und treffen sich dann hier, vielleicht haben die sich sogar gespalten, ja? Ich weiß es nicht. Ob die Armee sich aufteilt, ob die komplett einen Weg läuft oder so und treffen sich, also hier in jedem Fall kommen die Truppen an, die die nördliche Route nehmen, sage ich mal, oder welche marschieren hier über Red Hill Farm. Das wäre dann auch wieder ein Kandidat für Fry, um da erste Aufstellung, schlimm wäre natürlich, wenn die durchmarschieren zu Grigsby's Farm und sich hier mit denen verbünden oder die sich in Marsch setzen und die sich hier irgendwie verbünden. Das wäre natürlich der Super-GAU. Ziel ist es bei der ganzen Operation jetzt, möglichst weit im Westen den Feind in Kämpfe verwickeln, in der Hoffnung, dass der Feind Grigsby's Farm auf jeden Fall hält. Weil ich nicht sicher bin, ob ich diesen Verband hier niedergekämpft kriege, wirklich so weit runtergekämpft kriege, wenn die sich hier verschanzen, hier so zack, 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 als Würfel oder so halt, ja. Also wenn die KI sich da nicht so blöd anstellt und wie gesagt, vergesst Total War, weil dann jetzt Total War im Kopf hat und sagt, och, das ist doch jetzt in Total War eine Situation, die hast du in 5 Minuten, ist das abgefrühstückt. Das ist hier auf gar keinen Fall so. Die Frage, also dass wir hier gewinnen, das steht völlig außer Frage. Die Frage ist nur, mit wie viel Verlusten gewinnen wir? Wie viel Munition, also wie viel Verschuss haben wir? Um welchen Moralschaden haben wir? Und kommt jede Einheit da durch? Weil wir müssten ja sehr, sehr aggressiv vorgehen. Und das geht natürlich an das Nervenkostüm der Männer. Bricht sogar die eine oder andere Einheit. Und haben wir diesen Kampf beendet, bevor die Kameraden hier dazu stoßen? Im besten Falle ja. Die Frage ist dann, in welchem Zustand ist die Truppe? Und in welcher Formation haben wir die? Wie sind die aufgestellt? Ja? Ist da vielleicht Unordnung reingekommen, dass Teile von Lee dann hier oben sind? Der muss aber dann hier unten vielleicht halten oder so, ja? Ist vielleicht irgendeine Einheit geworfen worden? Und. Das sind so viele Faktoren. Und dann haben wir ein richtiges Problem. Also Worst Case, wenn die hier noch kämpfen und die knallen uns hier schon in den Rücken. Oder von hier oben, ja? Oder von beiden. Und das ist dann richtig schlimm. Okay, also Marschbefehle und dann geht's los. Jetzt sagt der eine oder andere, jetzt schwafelst du ja schon wieder so lang. Aber Leute, das muss man ja besprechen, ja? Das nützt ja nichts. Das gehört hier nun mal dazu. Weil es gibt hier auch nicht die eine Lösung, würde ich meinen, ja? Vielleicht sagt ihr, ich hätte das jetzt ganz anders gemacht. Die Frage ist, wo stellen wir uns mit dieser Armee auf? Ich mache einfach mal so. Das ist gar nicht so dumm, vielleicht. Nochmal weg. Ich würde es mal so machen. Okay, dann haben wir jetzt fast alles. Die bleiben hier, um das zu überwachen hier, was sich hier tut, ja. Geh mal auf Detach.
Okay, ich drücke jetzt mal Play. Wir warten auf die Meldereiter jetzt hier für die Artillerie. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Das ist jetzt ein radikaler Umbruch. Und jetzt sagt ihr, jetzt entscheidest du dich erst so oder so. Leute, das Ding ist doch, einen Fehler erkannt zu haben. Und den habe ich ja Ende der letzten Folge schon. So, jetzt machen wir mal Pause. Ach, wir machen das alles in Echtzeit. Komm, ja. Einen Fehler erkannt zu haben, ist doch gut. Und dann muss man da auch drauf reagieren. Also, was hatten wir jetzt gesagt? Hierhin. So, und dann Hill, den würde ich jetzt einfach erstmal hier so entspannt hinstellen. Und die Kanone ist vielleicht ganz geil hier, weil die kann dann, falls wir hier Feuer reinkriegen, ja. Also es ist natürlich eine super Position hier, um diesen Weg hier abzusichern, aber du kannst natürlich dann, ne, dann hier dich auf, weil die kommen ja über diese Straße und dann sehen die uns. Und dann können die halt hier rüberballern. Deswegen würde ich mich vom Ufer eigentlich gerne fernhalten. So, um jetzt mal ein bisschen in der Zeit zu sparen. Blöd, dass wir jetzt hier keine Reiterei haben, aber wir brauchen die halt hier. Gut, wir hätten auch Plänkler oder so abstellen können, aber die haben hier einen besseren Fog of War, decken die auf. Alles dauert ein bisschen, bis der seinen Befehl kriegt, ja. Ich bin super aufgeregt, ey. Machen wir mal auf 5, dass das nicht so schnell ist. Noch haben wir keinen Feindkontakt. Was nichts heißt, das ist alles Fog of War. Wir wissen null, was hier ist. Ich hoffe, die Reiterei ist jetzt gleich da vorne, dass die erste Aufklärungsarbeiten leisten kann. Die hätte ich natürlich auch gerne jetzt hier. Aufklärung ist so wichtig in dem Spiel. Das ist unglaublich wichtig. Von daher auch Memo an mich. Wir werden auch unsere Kavallerieeinheiten aufbauen. Und ich habe auch festgestellt, so Hill ist schon mal auf Position. Das ist schon mal super. Das gibt auch Moral-Buffs, wenn Kavallerieeinheiten in der Nähe von Infanterie sind. Das beruhigt die irgendwie. So, warte mal. Wir sagen dem mal, der soll das mal ein bisschen mit Bewegungseinfluss machen, ja. Was ist der denn? Achso, der ist schon vorne. Herr Johnston nicht. Dann werden wir hier so quer rüber reiten mit dem, dass wir diesen Weg hier sehen. Weil das ist das Gefährlichste jetzt hier für die Armee. Guck mal, ob wir schon mal Staubwolken irgendwo sehen. Die verraten eigentlich den Gegner. Aber man sieht noch nichts. Was macht er da hinten? Na, der bleibt statisch. Sehr gut. So, die ersten Einheiten von Lee kommen auch an. Haben noch nichts entdeckt. Ich sehe auch keine Staubwolken. Reiterei, wo seid ihr? Was haben wir im Fog of War? Ja, nee, wir müssen da hoch. So. Ich bin so aufgeregt. Die haben gute Laune da mit ihrem Flötenspiel. Ein gutes Schussfeld. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Guck mal, wir können sogar da hinten hinschießen.
Und bei Bedarf können wir die auch eindrehen, um dann hier da den das gegenüberliegende Ufer. Waren die noch gar nicht angekommen? So, machen wir wieder schneller. So, da lichtet sich der Fog of War. So, ich würde die dann wieder detachen. Und dann sollen wir die Armee weiter vorrücken lassen. Würde ich sagen, dass wir die vielleicht sogar hier irgendwie in die Zange nehmen können. Wir müssen die erstmal in Aufstellung gehen lassen. Die halten ihre Position. Schneller. Sehr gut. Ich bin mega beruhigt, dass hier nichts ist. Weil hier oben jetzt, ne, das wäre auch blöd. Ach, Boriga, mein Gott, warum sagt da niemand was? Au. Tja. Okay. Okay. Dann da sind sie. Stehen da ein bisschen merkwürdig rum. Okay. Was machen wir jetzt mit dieser Situation? Vor allen Dingen mal die Zeit verlangsamen. Und Johnston lässt mal Aufstellung nehmen hier. Auch das dauert jetzt wieder, ne? Wir detachen mal Skirmishers zum Aufklären. Wir sind in Position. Das ist schon mal großartig. Könnten zur Not auch Fry nutzen, um hier zu Hilfe zu kommen. Da könnten wir hier über Poplar Fort, Red Hill und hier auf diesen Hügel. Die halten ja still. Am Ende setzen wir mit der ganzen Armee über. Na, wo seid ihr? Achso, wir sind noch nicht so weit vorne. Da sind sie. Sollen wir das mal machen? Die Frage ist, wen schicken wir da jetzt vor? Wir brauchen da ein bisschen Aufklärung. Ist das alles hier Fog of War? Naja, hier nicht mehr so viel. Das dauert, bis die sich hier sortiert haben.
Wir schicken die hier richtig mal da auf diesen Hügel. Da von da aus sieht man doch gut. Die bleiben stationär. Nice, Leute. Richtig geil. Wie spät ist es? 15.50 Uhr? Ja, gut. Also, da wir der Angreifer sind, bringt uns das nicht unbedingt Vorteile. Ich würde hier mal da und diesem Bahngleisen oder was, oder hier an dieser Straße. Sollen wir Hill mal in Bewegung setzen? Die bleiben stationär. Fantastisch. Die sortieren sich ja immer noch 100 Jahre später. Okay, dann können wir aber ihn hier auch ein bisschen nach vorne ziehen. Und dann marschiert als nächstes Lee ab. Und dann beziehen wir hier Stellung. Mal gucken, hier diesen Hügel, den werden wir uns auf jeden Fall aussichern. Wir müssen aber, die können natürlich hier und da. Oh, Reiterei wäre jetzt echt cool. Aber den kann ich da nicht abziehen, weil ich muss ja sehen, wenn die sich da bewegen. Wir brauchen mehr Kavallerie, ey, das ist total wichtig. Wenn du so 4 Kavallerieeinheiten hast, glaube ich, auf der Karte, das ist dann schon top, ne? Ein bisschen schneller. Sollen wir auch mal hier hingucken jetzt. Ist die Frage, ob wir jetzt hier rüber gehen oder hier rüber gehen. Weiß ja nicht, wo die ab. Weil hier kann ja auch was sein, ne? Gut, wir setzen aber jetzt mal Lee in Bewegung. So, und hier sind wir jetzt soweit. Und dann rücken wir mit denen weiter auf. Die halten die Position. Ich weiß auch nicht, ob wir die Schlacht insgesamt gewinnen können, ja. Kann auch sein, dass wir jetzt die Armee von Army of Northeast Virginia besiegen, aber dann nicht mehr die Kräfte haben, um hier anzugreifen. Dann lassen wir das halt. Meine größte Sorge bei dieser Situation, in die ich uns da rein manövriert hatte, war halt, dass wir ja in eine Art Kessel oder von beiden Seiten zumindest halt irgendwie angegriffen werden oder dass wir uns so stark hier abnutzen, dass wir gar nicht mehr die Kraft haben, jetzt gegen die Army of the Northeast Virginia zu kämpfen, die exakt so stark ist wie wir insgesamt.
Ja, also das ist jetzt ein ausgeglichener Kampf, vorausgesetzt natürlich, die bleiben jetzt hier statisch. So, Borregaard geht auch mal mit. Dann haben wir auch wieder Anschluss hier. Und dann können wir Jackson direkt schon... Ne, wir warten nochmal. So, jetzt setzen wir Jackson noch in Marsch. Sollen wir den hier rüber marschieren lassen? Ich tue den erstmal hier aufmarschieren lassen. Ups. Statisch. Stuart ist mein Reiter, ne? Ja. Die heißen ja auch Stuart und Stuart, ja. So witzig, oder? Nee, hier ist er, genau, Stuart. So, Hampton. So, den General nachziehen. Ich weiß nicht, haben die sich da oben alle irgendwie gesammelt oder man weiß es nicht. Ah ja. Ah ja, okay. Ziehen wir die Reiterei ein bisschen zurück. Okay, ich würde sagen, wir haben Feindkontakt und wir stehen gar nicht so schlecht da. Wir haben hier die Linie, wir haben schon, ihr merkt es schon, bis zum Sonnenuntergang ist nicht mehr lange. Von daher werden wir da jetzt direkt gar nicht lange fackeln. Müssen natürlich noch warten, bis unsere Truppen sich hier sortiert haben. Schön noch ein paar Hügel, wo die Artillerie schießen kann. Brauchen wir hier die Kanone. So, hier werden wir ein paar Skirmishers detachen. Steht Artillerie. Ah, die haben natürlich jetzt
Weil die krassen Reichweiten, ne? Weil die hier so erhöht stehen. Okay, Lee. Den würde ich mal eindrehen. Jackson. Den würde ich mal hier bis an diese Linie annehmen. So. Okay, dann haben wir Borreger. Das gehört alles zu Lee hier, die Leute. Oder? Ist das Hill? Nee, das ist Hill. Hill tun wir mal hier hin, positionieren. So, dann haben wir hier als taktische Reserve haben wir Fry. Die setzen sich in Bewegung. Übel. Fuck. So, machen wir Advanced. Dann nehmen wir die hier gleich mal in die Zange. Aus Hell. Ja. Okay, Feuerkampf ist eröffnet und die setzen sich tatsächlich in Bewegung. Scheiße. Dammit. Das ist jetzt Jackson hier, ne? Ja. Jackson ist ja unsere zweitstärkste Division in der Armee. Und wir müssen, glaube ich, hier mal ein bisschen zulegen, Leute. Dass wir hier zeitig in Position kommen und Lee genauso. Hier ist jetzt Geschwindigkeit gerade mal key. Wasser entlang. Das ist übel. Im Auge behalten, dass die uns jetzt hier so flankieren, finde ich nicht so cool. Ich werde mal die Kavallerie nutzen, um da hinten weiter zu scouten. Hier wissen wir jetzt ja Bescheid.
fassen uns hier. Mit relativ viel Krempel, ne? Jackson hier zurück. Weil wenn wir den jetzt eindrehen, dann kommen die ja auch von oben. Kameraden, packen wir mal woanders hin hier. Hallo? Vorsicht hier. Ja. Oder eine andere Lösung. Ich weiß nicht, sind die schon in Reichweite? Ja, die feuern schon. So, wir brauchen da noch ein bisschen. Hier, Hill soll hier mal aufmarschieren. Und zwar detachen wir jetzt erstmal das Geschütz. Nein, ist noch nicht detached. Die auch unsere Reiter entdeckt irgendwie und verfolgen die jetzt. Na, wir gucken mal, haben wir hier. Der sollte eigentlich hier hinreiten. Sind die jetzt hier für den Weg da? Okay. Ja, die Skirmisher halten die ein bisschen auf. Da müssen wir unbedingt hier diesen Übergang sichern. Das übernimmt dann unser Jackson. Mal Skirmisher abstellen. Gerade hier bei der Artillerie. Und da gehen wir mal auf Counter Artillery Fire. Jetzt haben wir die Sicht verloren. Ah, da sind sie.
Skirmishers hier mal die Artillerie unter Feuer nehmen. Ein bisschen vorrücken. So. Und ich würde mal zur Sicherheit Fry ja auch noch Richtung linken Flügel orientieren, dass wir diesen Vorstoß hier in jedem Fall gut gehandelt kriegen. Skirmisher halten die hier sehr schön auf, die werden aber bald brechen, denke ich. So, auch hier Skirmishers detachen, da haben wir schon. Gucken wir uns mal die Einheiten an, in was zum Zustand die sind. Sieht ganz gut aus, ne? Also hier haben wir Situation, Unit is cut off. Influence of Commander. Achso, ja, das... Hä, wieso eigentlich? Ich die auf die Touch geklickt habe. Hier muss ich ja auf die Touch klicken. Das ist das große Problem gewesen. So, das Detachment ist gebrochen. So, Artillerie. Stellen wir hier hin. Ist erstmal wichtig. Das gefällt mir nicht hier. Dreh dich doch mal. Ah, es ist gebrochen. Scheiße. Wir ziehen Fry mal hier an die Front. Skirmishers, wir brauchen jetzt jede Menge Skirmishers für die Artillerie. So.
das ausgeht. Ja, die Skirmisher sollen jetzt das Artilleriefeuer auf sich ziehen. Und die Linieninfanterie soll es hier ranrücken. Wie sieht's bei euch aus? Moral. Sieht gut aus. Nice. Boah, Stuart, geh mir nicht auf den Zeiger. Kannst du dich jetzt einfach mal bitte auf den Weg machen? So, hier werden wir auch mal ein bisschen vorrücken. Ich hoffe, die sammeln sich hier wieder. Sind hier unter Artilleriefeuer. So, die Artillerie ist gebrochen. Vorsicht, das... haben wir 19:35 Uhr. Ist halt irgendwie ganz geil wäre. Naja, das schaffen wir aber nicht. Man kann ja diese Punkte hier auch erobern, ne? Dann kriegen die von da keinen Nachschub. Oh, Achtung! So, da ist irgendjemand gebrochen. Zweite Brigade. So, Fry kommt jetzt hinzu. Fry kann dann hier noch mit eingreifen. So, Vorwärtsmarsch. So, das Geschütz lassen wir aber hier hinten, oder? Ich weiß nicht, vielleicht hier irgendwie so. Keine Ahnung. Mal sehen. So, Boriga werden wir mal ein bisschen zentraler platzieren. Die haben sich da irgendwie festgelaufen anscheinend. Das sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Aber auch so eine Situation, das wäre jetzt in Total War, wäre das ja ruckzuck rum, so Total War Napoleon oder so, ne? Wenn du da an der Flanke stehst und so, die brechen sofort zusammen. Das ist halt hier nicht der Fall, ja.
Deswegen weiß ich nicht, wie gut wir da, also wie schnell wir die hier niedergekämpft hätten, ob das ausgereicht hätte. Und vor allen Dingen, wo sind die, ne? Das ist die große Frage. Wieder Skirmishers raus. Hier auch. Artillerie kann die hier eventuell. Ne, die kann auch gar nicht wirken, gescheit. Die Infanterieeinheiten beschäftigen, dass unsere Skirmisher die Artillerie beschäftigen können. Einheit gebrochen. Scheiße. Alles nicht so einfach. Stable. Ja, die ziehen wir mal zurück. Zu wem gehörst du denn? Ja. Ja, aber die eine Artillerie haben wir wenigstens. Haben wir wenigstens ins Wanken gebracht. Es ist so schwer hier, Artillerie zu zerstören. Boah, und der braucht auch ewig hier, ne? Einfluss. Vielleicht tut das Geschütz jetzt hier mal ein bisschen was verändern. Ja, in dieser gestrichelten Linie, da schießen die dann Kartätschen. Das ist dann schon ganz schön übel für die Infanterie. Setzen hier über. Die wollen doch nicht hier meinen. Aber gut, ich habe ja hier noch einen
Verstärkungspunkt. Oh, Vorsicht. Ja, die sind unter Artilleriefeuer. Ah ja. Artillerie bricht. Was ist das jetzt hier? Rifles. Musketen. Na. Ja, auch hartnäckig hier, wa? Verluste. Muss mal einbrennen. Ja, das war gut, dass wir das gemacht haben und nicht hier gekämpft haben. Das hätten wir so schnell nicht hingekriegt. Hier diesen Nachschubpunkt noch kriegen könnten. Ah, ich glaube, der Tag ist bald vorbei. Guck mal, ob wir die noch abknallen können jetzt hier. Mit so einer Breitseite. Frei. Feuer frei. Nun gut. Hallo. Nein, da nicht. Nicht nachlassen, Leute. Die nehmen wir zurück. So. Falling back. Ist outflanked, ne? Ja. Weil wir hier auf der Flanke. Und bitte mit Bewegung. Hier geht bald die Munition aus. Back. Warum eigentlich? Was hat er denn für Probleme? Ja, hohe Verluste, wa? Casualties, ja. Overall Change Power. Muss mal zurücknehmen.
Mach deinen fertig. Advance bitte. Ach scheiße, ich hab jetzt Advance gemacht. Voll weg. Da nicht drauf schießen, wenn ich immer eine Artillerie. Nee. Na, aber die. Ah, scheiße, jetzt hauen die ab. Bin gebrochen. Broken. Fuck. End of the day, Kameraden. Strecken, ey. Alter Schwede. Was sagt er? Supplies. During the night, your army was resupplied. Inspect the situation of your troops. Click to continue. Deploy your forces for the battle. When finished, press play. Ja. Ja, gucken wir uns das mal an, was hier alles Quartermaster. The reports received suggests morale and the army is intact. The total man reported wounded, 2600. The army supply situation is outstanding. Supply trains reached all of the units. The supply level is 97 von 100. Supply reserves as current supply. Infantry ammunition sufficient. Artillery ammunition 3 days. Provisions sufficient. Forage sufficient. Forage ist für die Pferde, ne? Consolidate. Ja, wir haben trotzdem hohe Verluste. Also wir haben weniger Verluste, ne, als der Gegner, aber wir haben ja auch wesentlich weniger Männer auf dem Feld. Sick. Present for duty. Killed. Wounded. 2601. Missing. Wahrscheinlich gefangen genommen, ja. Es war, wie ich finde, eine ganz gute Performance, ja. Aber ihr seht, das ist alles nicht so einfach, ja, wie bei einem Total War oder so. Minor Victory. Wir haben uns zu einem Minor Victory hochgearbeitet. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Retreat. Müssen wir mal überlegen, was wir dann machen, ob wir den Kampf fortsetzen oder. Also gewinnen tun wir nicht. Ich bin schon froh, dass wir nicht härtere Schläge haben hinnehmen müssen halt, ja. Und wenn wir jetzt hier auf dem Berg gekämpft hätten, da wären unsere Truppen schon einigermaßen abgenutzt. Im besten Fall abgenutzt. Wenn dann der Gegner hier eingetroffen wäre, ja. Der lässt halt hier den Punkt zum Glück nicht ganz, ein bisschen, da dachte ich schon so, oh, jetzt rückt er doch los. Aber wir reiten, oder hätten hier eigentlich mal ranreiten können, gucken, ob jemand ist und den Punkt vielleicht einnehmen können, ne. Na, der Gegner kann halt hier auf diesem Hügel sich gut eingraben. Ich hätte das gerne hier noch genommen, muss ich sagen.
Ja, so 2 Stunden später dann, ne, das, also die hätten wir noch klein gekriegt hier, die Einheiten. Aber ihr seht ja, ja, also das ist nicht wie bei Total War, die einfach abhauen oder so. Man muss dann sehr aggressiv daran. Und das ist für die Soldaten einfach stressig, ja, da auf so eine feuernde Phalanx irgendwie zuzulaufen. Das ist hier einfach super gut abgebildet. Ja, ein bisschen Probleme, die Artillerie einzusetzen, muss ich sagen, durch diese engen Linien, die wir hier haben. Gut, ihr Lieben. Trotzdem eine coole Folge, wie ich finde. Haben den Plan nochmal auf den Kopf gestellt. Also meiner Victory, da gehe ich nicht ganz mit. Ich würde eher also als ein Unentschieden sehen. Aber klar, wenn jeder Tag jetzt so läuft, verlieren wir allalong, ne? Weil die einfach mehr Leute auf dem Feld haben. Wir können auch nochmal eben unsere Truppen angucken. Army of Potomac. So, Lee's Division 6%. Guck mal, Jackson und Murray haben 0. Without Authority ist wahrscheinlich, sind die geflohen oder was? Oder sind die versprengt? Present for Duty. Ja. 82 sind krank. 5 killed, 7 verwundet, 2 sind vermisst, also gehe ich mal von Gefangenschaft aus. 14 Mann nicht mehr kampffähig. Last Return. Also Hill's Division hat ganz schön einstecken müssen und Fry's Division. Lee ist zum Glück auch noch sehr kampfstark. Hat 83 Mann verloren, allerdings hier 346 verwundet. Ich sinne mal nach, schreibt mir in die Kommentare, ja, was ihr meint, ob wir weiterkämpfen sollen oder ob wir uns zurückziehen. Wir gucken uns jetzt nochmal die Army of the Shenandoah an. Ja, da sieht es ein bisschen schlechter aus. Die hat ganz schön viel verloren. 7000. Insgesamt 2400 Mann. Also die hat wirklich hier die Haupt. Ja, da oben in der Ecke, ne? Das war irgendwie. Weiß nicht, habe ich das nicht gut gemacht oder. Die haben echt viel verloren. Ah ja, ein Geschütz verloren. Aber wir müssten ja auch Geschütze erbeutet haben vom Feind, ne? Da waren einige, die bei uns liegen geblieben sind. Casualties inflicted. Casual. Prisoners taken. Null. Ist hier alles dabei ist bei diesem Spiel, ey. Jedes Spiel kann sich da so eine Scheibe von abschneiden. Außer War in the East. War in the East ist auch so auf so einem Level. Ja? Nur, dass das hier geiler aussieht als War in the East. Aber War in the East ist auch so durchgeknallt. Fighting Spirit ist hoch. Ist leider auch hoch. Training. Best Core. Best Battery. Ach, das ist ja geil. Das ist ja cool, oder? Müssen wir dir dann einen coolen Namen geben, der dritten Brigade. So eine Stonewall-Brigade oder irgendwie sowas. Rockbridge Artillerie. Best Battery. Nun gut, ihr Lieben. Ich bin echt fix und fertig, muss ich sagen. Es war echt anstrengend, aber auch sehr lehrreich mal wieder und hat sehr viel Spaß gemacht. Ideen und Anmerkungen ab in die Kommentare. Ich bin der Basti und ich bin der Lukas. Ciao, ciao.